Name ist Johann Wagner. An diesem Standort mit dem Geschäft selbst bin ich seit Oktober 92 angefangen hier in Haidhausen mit dem Stand am Pariser Platz. Familientradition eigentlich seit 1924 im Münchner Westen. Ja, ich meine, das ist natürlich 1924, wo das losging, waren das die sogenannten Kolonialbahnen. Ich meine, dann nach dem Krieg hat das der Vater übernommen und da ist also das dann ausgeweitet worden. Also sehr viel im Frischbereich. Hängt von in der Früh um 4 bis abends um 8 hängt man. Also in der Selbstständigkeit, also dieser Betriebsgröße mit Sicherheit. Das schaut so aus, dass ich also das ist ein bisschen unterschiedlich von den Wochentagen. Am Montag, da muss ich früher raus, also das ist kurz nach 2. Die hauptamtlichen Mitarbeiter suchen wir nach der Qualifikation aus. Und ich meine, wenn man mal älter wird, wird die Arbeit weniger, aber es ist das Gegenteil, habe ich momentan das Gefühl. Schon von Qualität und von Auswahl, was in kleinen Geschäften angeboten wird, egal jetzt in welchem Bereich das ist, ob das jetzt in Obst und Gemüse ist, ob das in Feinkost etc. ist, das wird kein Supermarkt jemals haben. Zum Beispiel jeden Montag eine Kundschaft, die uns jeden Montag erstmal einen Witz erzählt, weil es ist einfach, das ist so ihr Mittelpunkt, den sie jeden Montag braucht, sage ich jetzt mal. Ich zum Beispiel, ich sage mal so, da wo die Supermärkte einkaufen, da kaufe ich nicht ein. Also ich sage immer, das Allerwichtigste ist, dass es regional ist. Also sagen wir so nah wie möglich, sage ich mal, und sauber ist, eine gescheite Qualität, das ist eigentlich das Wichtigste, sage ich einmal, dass es schmeckt. Das ist halt auch wirklich das Klientel da, wo ich die also bereit sind, auch zu sagen, Mensch, ich zahle es mal 1-2 Euro mehr, habe aber die für was eine gescheite Qualität in der Hand.